So, Leute, jetzt kann ich auch wieder was sagen nach diesem epischen Intro. Also, wir machen einen Walkthrough Half-Life 2 mit dem Fake Factory Cinematic Mod Version 4. Und ja, dann wollen wir mal. Ich weiß zwar nicht warum, aber das Intro hat vorhin richtig geruckelt beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber im Spiel wird's nicht ruckeln. Hoffentlich. And shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Und wir können uns bewegen. So, falls ihr euch jetzt beschwert, warum ich das Spiel auf Englisch gestellt habe, auf Deutsch ist einfach die Synchronisation so extrem schlecht gemacht, dass ich euch das nicht antun will. Wenn Barney da steht und sagt, oh nein, das hatte ich befürchtet. Und oh, das klingt einfach scheiße und deswegen habe ich es auf Englisch gelassen. Wenn ihr Probleme damit habt, dann guckt euch die Videos halt nicht an. Dr. Breen. Der ist echt unnötig hier. Und diese Dinger, ich hasse diese Missgeburten. Egal. Bald werde ich mich an ihnen rächen können. Ja, hier geht's. Oh. Hier geht's rauzen. Ich muss mir eine Brieftasche mitnehmen. Warum, das werdet ihr gleich hören. Das ist ganz lustig. So. Sag was. They put something in it to make you forget. I don't even remember how I got here. Ja. Er erinnert sich nicht, wie er hergekommen ist, weil er sagte, dass die was ins Wasser tun, dass man alles vergisst. So was mit ihm. Ja, der ist mental wohl schon ein bisschen, naja. I thought so much of City 17 that I elected. I see they took your suitcase too. They can't get away with this much longer. Ja. Also ich habe meinen Koffer aber noch, also von daher. Okay. Das war lustig. So. Sag mal, what? Ja. Dein Pech. So. Hä? Müssten hier nicht zwei stehen? Irgendwie buggt mein Spiel gerade richtig. Normalerweise würde hier zweiter stehen. Und der sagt dann irgendwas mit Dr. Breen, den konnte ich schon in City 14 nicht ausstehen. Und dann sagt er, I wouldn't say that too loud. Hä? Naja, egal. Einfach weitergehen. Passt schon. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja noch ein paar andere lustige Bugs. I thought so much of City 17 that I
Ich will das nochmal hinkriegen. Ja, ja, okay. Wird nichts. Ey, keine Fotos erlaubt. Was immer du sagst. This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else. Tja. Sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. Yeah. Working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Du bist hässlich. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here, somewhere. She would have a better idea how to get him here. Well, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon, good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Ja, passt schon. Hier eine Kiste hin, so. Ey, ich hänge. So. Und einmal bitte runterspringen.